Herr Doktor, die Periode. Na, freuen Sie sich doch, Mann, dass die Bevölkerungsquote mal ein bisschen wachsen kann. Herr Doktor, ohne Wohnung. Na, ein Bett werden Sie doch wohl haben. Da können Sie sich ein bisschen schonen und halten sich ein bisschen stramm. Da seien Sie mal eine nette kleine Mutter. Schaffen mal ein Stück Kanonenfutter. Dazu haben sie einen Bauch und das müssen sie auch und das wissen sie auch und jetzt keinen Schluss. Und jetzt werden sie Mutter und Schluss. Herr Doktor, ein Arbeitsloser, dass der nicht ein Kind haben kann. Nee, Frauchen, das ist ein bloßer Antrieb für ihren Mann. Herr Doktor, bitte, Frau Renner, da kann ich Sie nicht verstehen. Sehen Sie, der Staat braucht Männer, die an der Maschine stehen. Da seien Sie mal eine nette kleine Mutter und schaffen mal ein Stück Maschinenfutter. Dazu haben Sie einen Bauch und das müssen Sie auch und das wissen Sie auch und jetzt keinen Stuss. Und jetzt werden Sie Mutter und Schluss. Herr Doktor, wo soll ich denn liegen? Frau Renner, du quasseln Sie nicht. Erst wollen Sie das Vergnügen und dann wollen Sie nicht Ihren Pflegen. Und wenn wir mal was verbieten, dann wissen wir schon, was wir tun. Drum seien Sie mal ganz zufrieden und lassen das Ganze bei unserer Sorge sein, ja? Jetzt seien Sie mal eine nette kleine Mutter. Schaffen mal ein Stück Maschinenfutter. Dazu haben sie einen Bauch und das wissen sie auch und das müssen sie auch und jetzt keinen Stuss. Und jetzt werden sie Mutter und